Ich bin vor 12 Jahren das erste Mal nach Rumänien gefahren. Ich war dort in einem kleinen Dorf in Transsilvanien, in Bürgis. Und mir ist sehr schnell klar geworden, dass diese ländlichen Gegenden extrem geprägt sind von Perspektivlosigkeit. Da hatten wir dann schon Bedenken, ob das alles auch funktionieren wird. Es war ein Experiment von Anfang an. Es wurde einfach während des Camps sehr schnell klar, dass die Kinder natürlich, wie ganz normale Kinder, einfach Lust auf Sport auch haben. Einfach auf dem Sportplatz ist es egal, ob du ein Roma-Kind bist oder nicht, ob du mehr Geld hast oder nicht. Da geht es einfach um Teamgeist, um Zusammenhalt, um gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Daraus wiederum entstand dann kurze Zeit später die Idee, das nicht bei dieser einen Woche Basketballcamp zu belassen, sondern wirklich Perspektiven zu schaffen für die Kinder dort. Und dann haben wir einfach beschlossen, als Verein Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln und diesen Kindern ein Feld zu bauen und dort einen Basketballverein zu gründen.